Hallo Paul. Hallo Fritz, lange nicht gesehen. Ja, genau. Falls jemand letzte Woche nicht eingeschaltet hat und bis zu Ende geguckt haben sollte, was ich durchaus verstehen kann, wir nehmen das Video direkt nach dem aus, auf, was letzte Woche kam, beziehungsweise was ihr wahrscheinlich letzte Woche hoffentlich geschaut habt, weil nächste Woche Golden Week ist, wo Fritz Urlaub hat. Genau, also diese Woche. Stimmt, ja, jetzt gerade hast du Urlaub und ich sitze entweder im Büro oder ich wurde zur Schlachterei gefahren, deswegen sitze ich hier auch gerade drauf, muss zur Notschlachtung. Weswegen? Hat sich der Hund angesteckt mit seinem Wahnsinn? Nee, ich dachte einfach, ich setze mich hier drauf, weil das Ding hier unten war und dann ist mir in den Sinn gekommen, man könnte mich auch direkt zur Notschlachtung fahren. Wenn du das möchtest. Das ist mein Fetisch. Geschlachtet zu werden. Sowas gibt es tatsächlich. Na, welchen Fetisch gibt es nicht? Der Mensch ist halt ein komisches Tier. Wo wir gerade bei Fetisch sind, das kann man ja beziehen auf Rotlichtbezirk. Mhm. Und dann kann man das auf das Auto da beziehen. Den haben wir auch neu bekommen. King of Überleitung. Ja. Und der ist schick. Ja, ist er. Feier die Karre hoch. Ja, also, weiß ich nicht. Ich mag diese Dinger. Also, sind ja echt oft verpönt so. Ich sag mal, der B-Manta, aber ich mag auch den B-Manta, sag ich ganz ehrlich. Also, ich weiß nicht, was Marken hast, was bei deutschen Autos angeht, habe ich, da ist null. Ich habe eigentlich seitdem, muss ich sagen, ich war früher auch schlimm. So meine Anfangsjahre in der JDM-Szene, das war so ein bisschen, naja, so wie alle halt am Anfang sind. Ja, alles aus Japan ist geil, aber alles andere ist Schmutz. Also, es sind nicht alle, aber viele, würde ich behaupten. Also, jedenfalls in meinem Umkreis waren alle so. Ja, kann man ruhig definitiv sagen. Definitiv alle so, ja. Also vielleicht gab es ein, zwei Ausnahmen und die haben sich nicht geoutet, aber am Anfang war es zumindest so. Und das hat sich aber über die Jahre auf jeden Fall, ich sag mal so nach 4-5 Jahren, hat sich das auf jeden Fall ein bisschen verblasst. Und jetzt, ja nochmal 5 Jahre drauf, die ich jetzt hier bin, ist das komplett verflogen. Also ich finde in jedem, bei jeder Automarke, fast jeder Automarke, was Interessantes für mich, sage ich mal. Oder wo ich mich zumindest mit identifizieren könnte. Ich überlege gerade, bei Franzosen wird es schwer, aber nicht unbedingt, weil mittlerweile, also ich habe letztens einen Peugeot gesehen, so ein SUV, der hat so einen komischen Extra-Grill vorne dran. Den finde ich ganz schick. Von Peugeot, wenn wir bei Peugeot bleiben, der 106 GTI Underground 2 war immer mein Startwagen, weil voll geil und so. Ja, Amis mag ich so diese 50er, 60er Jahre Modelle, Lowrider-Kultur, deswegen wäre das auch so voll. Und deutsche Autos, Porsche mag ich auch schon immer, seit ich ein Kind bin, tatsächlich. Also zur JDM-Anfangszeit, was ich gerade sagte, ist das natürlich ein bisschen zurückgestellt worden, aber hinterhergeguckt habe ich immer, bin ich ehrlich. Wie gesagt, Opel, die ganzen alten 70er, 80er Jahre Modelle, alles voll geil, meiner Meinung nach, bis in die 90er auch rein noch, stellenweise. Ja, ich brauche jetzt nicht alle Autos auf Zähne. Quatsch. Was ich hier noch zeigen wollte, eigentlich nicht den Dudenbomber, sondern das daneben. Viele Leute haben ja immer Probleme mit, was soll ich für Felgen fahren und was soll ich mir für Felgen drauf machen. Kann ich verstehen, es gibt einfach zu viel geile Felgen. Aber das, muss ich echt sagen, deswegen wollte ich das nochmal zeigen, ist eine richtig geile Kombi. Ja. Diese R32 Felgen auf der Silvia, super geil. Also ich hatte mal den Tag bei Instagram schon, hat das auch jemand geschrieben. Ich finde das mega, also ich feiere das absolut. Die Kombi ist herrlich, ja. Wäre ich aber selber im Leben nie drauf gekommen, muss ich dir ehrlich sagen. Also ich bin sowieso jemand, der, wenn man so nach Felgen guckt, selten bei OEM schaut. Also bei, zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt eine S5 hätte, hätte ich niemals geguckt, oh, was hat denn der GTR so für Felgen drauf oder sowas. Mhm. Aber es ist geil einfach, ja. Also hier einer unser Kunde, Grüße gehen raus an den... Wie hieß er auf Instagram? Zug-Kaju oder Lokomotive-Kaju oder sowas? Der hat den Gold, hier, Gun-Gold, hast du ah, gesagt, ja, ja, ja. Den R32. Und der hat da zum Beispiel... Müll. Der hat da zum Beispiel R33 GTR-Felgen drauf. Cool. Sieht auch super aus, ja. Also, kann man gemachen. Genug gesabbelt. Wir haben einen Evo auf dem Hof. Ja. Der war im Hintergrund beim letzten Mal schon etwas zu sehen, würde ich sagen. Weil durch seine nicht dezente Farbe. Und zwar ist das ist der Wagen für den guten Marc. Und der hat auch einen YouTube-Kanal. Bei Instagram heißt er Shiro Evo. Und den Kanal verlinke ich auch hier drunter und die Instagram-Seite, weil er macht zu dem Auto auf jeden Fall. Also das Auto ist Projekt und er macht da Videos dazu. Da gibt es auch schon 5-6 Videos, bin ich der Meinung. Also ich verfolge es auch. Und ja,
Ich bin mir sicher, dass er das auch schauen wird. Deswegen müsstest du jetzt einmal schwenken und dann stellen wir das Auto vor. Genau. Geschwenkt. Geschwenkt. Dezente Außenfarbe. Ja. Geschenkt. Eigentlich wollte er einen weißen Evo haben. Deswegen auch der Name Shiro Evo nehmen. Ja. Weil Shiro heißt auf Deutsch weiß in Japanisch. Und wir haben auch ein bisschen rumgeguckt und wir hatten auch zwei, drei Kandidaten. Unter anderem den, den du dir angeschaut hast, der hier auch gar nicht weit weg ist, wenn du dich erinnerst. Das ist schon ewig her. Uff, zwischen Tsunaga so und Sonne. Ach, der, ja, alles klar. Und dann, ja, so dies, das geschaut. Der hat halt, der war in Ordnung, der war wirklich sauber, aber hatte für ihn ein paar mehr, zu viel Kilometer runter. Und dann hatten wir uns zwei, drei ins Auge gefasst, die waren aber Schmutz. Das Problem halt, was man bei Evo halt so hat. Rost. Rost, das Mitsubishi Gold. Und dann haben wir geguckt und geschaut, über einen längeren Zeitraum auch. Weil wir haben auch schon relativ früh angefangen, da war er noch nicht ready mit der Kohle und so. Und der Markt, viele wissen das. Viele hatten das Problem auch, dass das Auto der Begierde dann weg war. Und wir uns anderweitig umschauen müssen, das geht teilweise echt verdammt schnell. Heute ist ein Auto inseriert, das ist morgen dann auf einmal weg. Also was so diese, kann man dazu schon Klassiker sagen? Schon. Was man bei diesen JDM-Klassikern halt so, da ist das Phänomen ganz stark, sag ich mal. Dann habe ich ihm den Gen geschickt, da war er gar nicht so begeistert von am Anfang. Wir hatten aber schon zwei. Einen mit Garantie. Ein Game weiß ich auf jeden Fall, ja. Und da fand ich die Farbe schon geil. Ja. Und dann habe ich ihm gesagt, wie wär's denn damit? Und da war er sich ziemlich unsicher. Aber der Zustand war halt, was man so gesehen hat und was ich an Infos bekommen habe, auch mit dem Prüfbericht und tralala. Sauber halt einfach. Ich meine, gut, sieht man ja jetzt. Und er hat sich dann doch dafür entschieden, Gott sei Dank. Weil ja, es ist einfach, ich glaube, das kommt auf dem Video und auf den Fotos auch gar nicht so rüber, aber das Gelb ist einfach geil. Ja, ist es. Es ist so richtig Rennsportgelb und es sticht so richtig. Und zu dem Auto gibt es eigentlich auch gar nicht viel zu sagen, weil der ist Stock. Bis aufs Fahrwerk. Ja, bis aufs Fahrwerk. Da ist ein Blitzfahrwerk drin, wenn ich mich richtig erinnere. Blitz oder HKS, eins von beiden. Ich würde sagen Blitz. Es spielt auch keine Rolle, es ist auf jeden Fall ein Fahrwerk drin. Aber der Rest ist halt die Felgen original. Es ist alles original. Ja. Und das kannst du jetzt nochmal einblenden wieder, wie gehabt. Innenraum ist super sauber. Ja. Motorraum ist sauber. Ja. Unten drunter ist sauber. Da sieht man sogar noch stellenweise, wir kriegen ein Paket. Und das scheint ein größeres zu sein. Stellenweise noch den originalen Lack, der da halt mit drunter gekommen ist. Mhm. Gibt's nichts zu sagen, ja. Fährt sich auch super. Ja. Mega geil. Und ja, wir kriegen ein Paket, Fritz. Ich geh mal dahin. Geschenk. Ja. Mal schauen, was sich da drin wieder verbirgt. Aber zuerst würde ich sagen, hast du schon gemacht, Porn. Genau. Wir gucken jetzt den Porn. Ihr liked, teilt, abonniert, kommentiert, wie auch immer. Das nächste Woche kommt dann ein Video von quasi dieser Woche, wo Fritz im Urlaub ist, denn der verreist nämlich. Genau. Und dann macht er wieder so eine Art Travel-Log, wie schon mal von Hiroshima. Bloß, dass diesmal ein bisschen mehr Zeit ist. Genau. Ja, dann würde ich sagen, bis nächste Woche, euer Sumo-Team.